I knew when I wanted to live in another city, I wanted to live somewhere where there was like a main spot to skate. On the way, we just kept seeing photos in the magazines of like, and they're like, oh, where's that? Where's that? They're like, oh, that's the main spot. That's the main spot. That's the main spot. And it just freaked us out. We're like, this honestly is like heaven for us. Ja, bin auf der Baustelle mehr oder weniger auch aufgewachsen mit der Baustelle. Es ist einfach wirklich seit Jahren schon der geilste Spot in Berlin. Die vom Kulturforum sehen es ja auch, wie viele Skateboarder da aus der ganzen Welt hinkommen. The deal that the skaters have with the city here is that would never fly in the United States. Interessant zu sehen, was irgendwie 20 Jahre nach dem Bau der Baustelle unseres Skatespots irgendwie möglich geworden ist, da so ein Event stattfinden zu lassen. Das Gute ist an der Baustelle, dass hier wirklich so viele verschiedene Spots aneinander kommen. Das heißt, man hat hier Curbs, man hat Banks mit Curbs oben drauf, man hat Double Sets, man hat da noch die große riesige Bank. Und das ist alles an einem großen Platz und es ist wie so ein riesiger Skateplaza eigentlich, der halt immer nur montags geöffnet ist. The city is the museums are always closed on Mondays, and we're allowed here to skate here the full day. They kind of see skateboarding as an art form, and you guys, hey, as long as you're not here during opening hours, hey, have fun, reign of the whole place. Genau vor 20 Jahren, das heißt 91 auf 92, haben die angefangen, das zu bauen. Wir haben dann die Zäune aufgemacht und sind hier geskatet und gesagt, das ist hier ein 50 Meter bergab ein Paradies. Und deswegen haben wir dann angefangen, ey, pass auf, wir gehen heute, wenn die Bauarbeiter nicht da sind, gehen wir zur Baustelle. So hieß es dann. Wenn über die Baustelle gesprochen wird und das Double Set, fällt immer wieder halt der Name auch Sammy. Als klar war, dass Sammy irgendwie das Double Set springen will, einfach klar war, das muss jetzt auch her fürs bewegte Bild und nicht nur für Fotos. Das war ja eigentlich ein historischer Moment. Morgens um 10 Uhr hier zum Kulturforum gekommen ist, dann war Willow schon hier und ist da hier unten die Zehner gefahren. So, ne? Das war sein Kinderspielplatz hier. So, der hat hier alles gemacht. Der hat das Double Set komplett auseinandergenommen. Da waren Tricks dabei. When you think of the Culture Forum, the Double Set, Willow is king, man. Like, that guy, the stuff that he's done on it. Willow hat natürlich das Level am Double Set innerhalb kürzester Zeit so hochgeschraubt, dass eigentlich so viel mehr da gar nicht zu machen ist, an Härte der Tricks vor allen Dingen auch. Coming to the spot and I see like, dude, he backs that nollie flip the set. I was like, what the hell? It was like 2005.
bin mir sicher, dass das auf jeden Fall Anteil daran hat, dass Willow da ist, wo er heute ist, aufgrund der Baustelle und dem, was er halt gemacht hat. There's been rumors for years now that the Baustelle is not going to be permanent, that they're actually going to switch it up and create something new here. So when the Red Bull contest came through, for me it was just like an amazing idea to come here, especially throwing a contest at the heart of the Berlin skate scene. I'm from Melbourne, Australia, chilling here in Berlin, Red Bull contest. By the time you get to the bottom, you're flying. Love it out here.